Innenenergie-Arena war wieder gut gefüllt und mit Spannung erwartete man die Gäste aus Ingolstadt. Aus den bisherigen Vergleichen der beiden Mannschaften wusste man, dass es ein hartes Stück Arbeit werden würde, wenn die Hausherren Zählbares erreichen wollten. Ingolstadt ging als klarer Favorit in das Spiel, musste aber von Beginn an feststellen, dass Kirchdorf an diesem Samstagnachmittag mit ihrer Defense schwer zu knacken war. Im ersten Quarter konnten Kilian Weber, Lukas Schießer und Manu Frey die Dukes immer wieder vor Probleme stellen. Quarterback-Sacks, geblockte und eroberte Punts waren die Folge. Nach dem ersten Seitenwechsel gelang den Gästen ein Lauf in die Endzone. Die Punkte zählten jedoch nicht. Eine gelbe Flagge lag auf dem Feld. Holding. Offense. Nummer 5. 10 Meter Strafe. Das Ergebnis ist ein erster Versuch. Der nächste Versuch gelang den Ingolstädtern besser und mit einem Touchdown-Pass von Hughes auf Codrington brachte ihnen das 0:6. Der Pad ging allerdings daneben und somit blieb es bei dem Zwischenstand. Von Beginn an tat sich der Wildcats-Angriff sehr schwer und man konnte kein einziges First Down erreichen. Pässe fanden ihr Ziel noch nicht und wollten die Hausherren Läufe durch die Mitte machen, stand die Defense der Gäste im Weg. So kamen die Dukes zwangsläufig wieder in eine gute Feldposition und mit einem Passspielzug konnten die Gäste ihre nächsten Punkte erzielen. 0:12. Jetzt versuchten es die Gäste mit einer Two-Point-Conversion. Kirchdorfs Defense passte er jedoch auf und konnte weitere zwei Punkte des Gegners verhindern. War das der sogenannte Weckruf für die Wildcats? Jetzt gelang der Offense auch ein First Down und die Spieler konnten sich nach vorne arbeiten. Börs bedient den österreichischen Nationalspieler in der Endzone zum 6:12 Anschluss. Mit dem Extrapunkt von Baris Dazar konnten die Kirchdorfer einen weiteren Punkt auf der Anzeigentafel festhalten. Wichtige Punkte natürlich zu diesem Zeitpunkt und das Signal für die Aufholjagd. In der Kabine fanden die Coaches anscheinend die richtigen Worte. Denn in Hälfte 2 rieben sich die zahlreichen Fans die Augen. Eine völlig verwandelte Offense der Wildcats stand nun auf dem Platz. Die Trainer hatten einige Dinge umgestellt und jetzt schien es zu laufen. Im dritten Viertel gelang wieder ein langer Drive. Alexander Braunsberger holt neue 4 Versuche und mit einem Pass auf Erlsbacher gelang wieder ein First Down. Eine Strafe gegen Ingolstadt brachte uns noch ein bisschen näher an die Endzone heran. Burs mit einem 25-Yard-Pass auf Brandon Cox und dieser kann die Pille in der gegnerischen Endzone fangen. Und schon waren die Kirchdorf Wildcats mit 13:12 in Führung. Der Zusatzpunkt wurde leider vergeben. Den fälligen Kickoff beförderten die Hausherren in die Ingolstädter Endzone und somit Start an der 25 für die Gäste. In diesem Drive stellten die Dukes ihre Klasse unter Beweis. Mit großem Raumgewinn überbrückte man das Feld und mit einem Touch von Hughes konnten die Gäste wieder mit 13:18 in Führung gehen. Ingolstadt versuchte es nochmals mit einer Two-Point-Conversion und dieses Mal fand der Ball sein Ziel. Somit stand es 13:20. Im Gegenzug gelang den Wildcats wieder der Anschluss und auch der Kicker behielt die Nerven. 20:20. Thank you.
Geh rein, geh rein! Was dann kam, hatte es in sich und sorgte bei den Zuschauern richtig für Spannung. Der Kick-Off von Kirchdorf musste wegen multipler Fouls auf beiden Seiten wiederholt werden. Wir haben multiple Fouls auf beiden Seiten. Der Kick wird wiederholt. Aufpassen, 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 Jungs. Dann ein Quarterback-Sack und eine Interception von Kirchdorf. Mehrere gute Läufe bringen uns nach vorne und nach dem letzten Seitenwechsel unterläuft den Wildkatzen ein Fehlpass. Nun war die Defense wieder gefordert und machte einen guten Job. Der Punt von Ingolstadt wird geblockt und Kirchdorf kommt wieder in aussichtsreiche Position. Das Field Goal konnte jedoch nicht erzielt werden und somit Ingolstadt wieder am Drücker. Mit einem Punt Fake holen sie ein neues First Down und können im Anschluss auch einen Touchdown erzielen. Schrecksekunden für die Wildcats. Mit ihrem dritten Versuch schaffte es Ingolstadt an die 21-Yard-Linie. Die Gäste spielten Versuch 4 aus und der Pass wurde mit einer Fluganlage der Kirchdorfer Defense abgefangen. Nun waren die Wildcats wieder am Zug und sie schafften es in die gegnerische Hälfte. Pass auf Klaus Fischer und der Gegner tackelt ihn zu früh. Somit Strafe gegen die Defense und Versuch 1 für die Offense an der 19. Ingolstadts Verteidigung hielt dagegen und Kirchdorf versuchte es mit einem Field Goal. Der Kick wird von den Dukes wieder geblockt und ein spannendes Spiel wurde mit einer Punkteteilung beendet. Jetzt haben die Wildcats eine Woche Spielpause und am 19.05. Pfingstwochenende geht es in der Innenenergie Arena mit dem Heimspiel gegen den amtierenden deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns weiter.